Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu MMM und den Creeperfüßen da hinten, die ich nicht ranzoomen kann, weil ich kein Opti-Fein drin habe. Hier ist ein Creeper bumsen. Hoffe ich drauf. Ich befasse mich übrigens immer viel zu früh mit irgendwelchen Details. So wie jetzt. Ja, Jörg ist übrigens auch noch dabei. Freddy. Ich bin extra von dem Creeper weggelaufen. Normalerweise im Singleplayer wäre nichts passiert, aber im Multiplayer, weil der so flüssig läuft, stirbt der Creeper einfach und explodiert. Ich meine, ich stehe kilometerweit von dir entfernt und höre nur BOOM! Ich weiß nicht, wovon du redest. Nein, nein. Sag mir, wir wollen doch bestimmt so ein cooles Ziegelsteindach, ne? Nein. Ja, gut. Nein! Das habe ich mir nämlich gedacht. Sieht bestimmt todesscheiße aus. Ja, ich fäll jetzt einfach noch diesen Baum hier ab, weil der Creeper ihn sowieso immer angegriffen hat. Und ja, jetzt werde ich mit der Feldarbeit beginnen. Mach das, ich mache unwichtige Deko-Sachen. Scheiße, ich habe fast rein. Da vorne ist eine Hexe. Hexen sind saugefährlich. Das sind die größten Lappen der Welt. Warte, ich komme durch. Ich will sie auch sehen. Lass sie leben, das ist unsere geheime Mitbewohnerin. Wir haben uns jetzt nämlich ein anderes Mädel gesucht, ja? Wir brauchen Jennifer nicht mehr. Ja, mit der dummen Facharbeit, Doktorarbeit, YOLO. Sie ist tot, die Hexe. Warum hast du sie umgebracht? Ja, ich habe jetzt übrigens ein Schwein gefangen. Au, au, ich ertrinke, au. Die Quotenfrau, genau, ja, die Quotenfrau. Wir brauchen noch einen Quotenneger. Den Quoten-Hitler, den Quotenrechten haben wir ja schon. Die zwei Quotengärtner und den Quoten-IT-Techniker. IT-Techniker. Das ist jetzt immer so professionell, aber wenn Silas mich immer sein Grafiker nennt, dann fühle ich mich immer so. Grafiker. Genial. Ich würde mich eher so. Mach so dir doch einen schwarzen Typ Skin. Mit einem, okay. Der mit Photoshop rumspielt, nennen. Okay. Ich habe schon wieder einen Screenshot gemacht. Wie kann ich mich selbst angucken? F5. Ja, ich bin ja Typi. Ich brauche einen schwarzen Skin, habe ich gerade gehört. Ich lebe es übrigens ohne GUI rumzulaufen. Wir haben jetzt übrigens schon zwei Babyhühner. Und ohne GUI bin ich immer komplett überfordert. Moment mal, wie mache ich das mit dem? Weiß ich nicht. Alter, war es okay. Ist es eigentlich egal, wie man das Dings legt? Also reicht es auch, wenn das Wasser links unten, also. Ach, keine Ahnung, wie ich sie erklären soll. Wenn ich jetzt. Kannst du mal kurz herkommen? Ja, warte kurz. Ich baue gerade eine Kiste neben den Ofen, wo Sachen reinkommen, die gekocht sind. Ja? Wenn ich hier unten jetzt. Nein, da unten jetzt Wasser habe. Ja? Und da drüber die Feldsachen? Nein, wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Feldsachen. Nein, das funktioniert nicht. Wieso nicht? Du musst die auf der gleichen Höhe haben. Hä? Seit wann denn das? Schon immer. Hä? Damals in Minecraft konnte man das egal. Ganz, wo ganz am Anfang ging's. Aber inzwischen geht's nicht mehr. Deshalb wachsen meine Früchte, aber meine Feldfrüchte wachsen eigentlich voll gut. Und woran merke ich das? Ja, okay. Ich bin schlecht in Minecraft, sorry Leute. Und das Wasser geht 4 Blöcke weit. Ja, siehst du, das kann auch rein tiefer sein. Ernsthaft? Ja. Das hat bei mir. Nein, du machst das komplett falsch, lass mich das machen. Ich weiß, wie ich das mache. Was machst du jetzt? Ja, ich will hier immer eigentlich einen Weg zwischen haben. Ja, aber warum machst du es nur zwei bereit? Ja, weil. Damit man besser rankommt. Ich sag dir jetzt nicht, dass es nicht ertragreich ist. Eigentlich würde ich es doch einfach nur ein weit machen. Das ist aber nicht ertragreich. Ja, scheiß auf Ertrag, es soll gut aussehen auch. Hauptsache, das Wasser hat Kontakt. Das muss noch gebrannt werden, das muss noch gebrannt werden. Das ist gebrannt. Mit Erde. Sind eigentlich die ganzen aller Mitspieler von schon im Bett oder so? Ja, die sind doch alle erst 12. Stimmt. Höchstens. Und kaufen sich Abonnenten. Manche Leute. Also wir werden ihn sofort umbringen, oder? Auf jeden Fall. Gut. Doktor-Abo-Kauf. Doktor-Abo-Kauf. Geil. Manche Leute würden auch so Farm bauen wie gewisse andere größere YouTuber, die so 3000 Millionen Parts von Minecraft waren, aber manche Leute. Und 2,6 Millionen Abonnenten haben? Ja, das ist ja. Ich mach das lieber so.
Es sieht ja auch schön aus. Ich würde es zum Aussehen auch nur so haben. Aber ich werde auch irgendwann noch mal ein bisschen größere Farben haben wollen, weil wir irgendwann viel brauchen. Freddy, machst du mit Cobblestone einen Weg? Ja. Okay. Wenn wir schon Fachwerk haben, können wir auch gleich Cobblestone-Weg machen. Ist hier schon klar, ne? Ich gehe jetzt. Wohin? Einfach weg. Wieso? Was für einen Weg Cobblestone-Weg willst du denn verwirrt haben? mich. Sag's mir doch! Gravelweg, Standard halt. Ja, dann hol mir Gravel ran! Kommt später. Assi! Kommt später, sagt er. Ich suche mal eine Höhle. Wir brauchen ein bisschen Minenzeug und so. Dafür mache ich mein Inventar leer und nehme was zu essen mit. Hast du was zu essen auf Tasche? Zwei gebratene Fleisch. Gut, dann lasse ich dir nochmal zwei hier und nehme den Rest mit. Ich habe auch noch was in die Kiste getan. Ich packe jetzt nochmal den ganzen Scheiß, den ich gerade nicht brauche, in eine Kiste. Die Kiste ist gleich voll. Nein, So. Sticks will ich mitnehmen. Einen Crafting Table hätte ich auch ganz gerne. Ja, nimm das die Kiste raus. Habe ich gerade. Ich crafte mir bestimmt keinen neuen. 64er Stack dort. Eine Sonnenblume auf jeden Fall. Hast du noch Stein vielleicht? Ja, 8 Stück. Was brauchst du denn? Weg weiterbauen. Damit ich so ein bisschen Nein, dafür habe ich abgegrenzt. keinen Stein. Ja, wie soll ich das sonst abgrenzen? Weiß ich nicht, farm wir kurz Stein. Oder warte, ich farm gleich Stein, der liegt da vor mir. Ich schmeiß ihn in die Kiste. Liegt unten links, unten Ich habe rechts. jetzt schon übrigens schon 7 Eier. Na, hier sind drin auch nochmal zwei. Liegt da drin. Essen liegt in der Kiste. In der, neben dem Dings. Nein, das Huhn ist rausgeflogen. Es ist wieder reingesprungen. Eigentlich gutes Huhn, gutes Huhn. Dich werde ich nicht töten. Ich hätte mir vielleicht mehr als eine Schaufel mitnehmen sollen. Willst Ich du ein habe bisschen eine Dreck zweite haben? mit. Nein. Wir sollten auch demnächst ein Lagerhaus bauen. Ja, brauchen wir aber vorerst nicht. Klar. Damit können wir anfangen, wenn wir ein bisschen Ressourcen haben. Okay, dann Alter, der komm. Berg ist ganz schön heftig. Wer? Der Berg, ich gehe gerade auf die Spitze. Oh, leck das. Ich habe gerade 3 FPS, die Chunks müssen erstmal laden. Sorry, Leute. Hält jetzt seit 59 Ja, wir sind FPS. ja auch die ganze Zeit im gleichen Chunk. Ich gehe gerade weiter. Ich habe auch sonst immer 59 FPS. Nur halt der Server lädt die Chunks nicht schnell genug, deshalb laggt es. Ja, da gehen wir bei mir auch die FPS runter. Nicht. Also jedenfalls habe ich Wow, hier schneller. ist ein Schnee. Hier ist genau ein Schnee. Tropenholz hast du, sagst du? Weiß ich nicht, müsste wenn in der Kiste liegen, sonst habe ich es nicht mehr. Das wäre doof. Jörg, hast du Tropenholz? Er ist doch im Tropenwald. Ja, eben. Dann kann ich auch was mitbringen. Alter, ist der Berg riesig, ey. Hier ist schon wieder Schnee. Melonsamen. Pflanze ich direkt schon mal was an. Glaub, irgendwer hat mir erzählt, dass. Alter, wie riesig ist denn bitte dieser Berg? Ist ja todesgeil. Aber man merkt, dass das alles gescriptet ist. Alter, ist der Berg riesig. Ich glaube, wenn ich hier runterfalle, Aber bin es ich ist tot. eigentlich besser, wenn man nicht so viel anpflanzt, weil wenn du, also es ist schon gut, wenn du viel anpflanzt, aber das sollte man nicht in Brot stecken, sondern eher in wie soll ich sagen, Futter für Tiere. Was jetzt? Jetzt wenn du das Weizen. Getreide, ja Getreide, was auch immer, anpflanzt, das sollte man nicht in Brote machen, sondern damit sollte man sich Tiere also zähmen und dann halt damit vermehren, weil das bringt mehr, also Fleisch und im Endeffekt mehr. Weil dann kannst du mit zwei Dings bist du keine Ahnung, wenn du zwei Tiere auswachsen lässt, kriegst du bis zu maximal 8 Fleisch, also 8 mal 4, also 8 mal 4 Heilung, also Essenspunkte. Es wird Nacht, ich habe kein Bett. Komm halt her. Ich bin gerade schon auf dem Berg. Der ist doch kaum weg, ey. Ja, warte, ich muss erstmal heile hier wieder runterkommen, Alter, der Berg ist todeshoch. Ich wäre schon dafür, dass wir jetzt schon mal ein kleines, zumindest ein paar Truhen. Vor allen Dingen die Truhe steht hier auch so scheiße. Welche?
Ja, unsere Haupttruhe gerade. Ich hab dich doch nicht hingestellt. Ja, ich habe das Haus einfach dann noch einen größer gezogen, weil es so klein aussieht. Kennst du die ganze Claim mit der letzten Kohle, die wir haben? Nein. Tue ich nicht. Kommst du jetzt langsam wieder zurück? Ja, ich bin auf dem Weg. Frag mich mal, wo wir sind. Ich bin gerade am See. Ich bin gerade die ganze Zeit einen Berg hochgelaufen. Ich glaube, ich werde mich einfach unten reingraben. Ich hatte den nicht so groß gesehen, weil ich ja Nebel habe. Ich habe gerade kurz aus dem Dings rausgetappt. Hä, bist du da hinten gelaufen gerade? Wo? Ich gucke gerade auf der Dynamic Map. Bist du einmal den kompletten Berg rumgelaufen? Bist du im Meer dann? Nein, so weit war ich Warst du nicht. Ich war auf dem Berg. wo hast du den Sand her? Von vor unserem Haus irgendwo. Okay. Jörg, Weil liegst du Jörg im bist du im Bett? Bett? Jörg, komm zu uns ins Bett. Alter, Freddy, kannst du bitte aufhören zu äschen? Ja? Oh, er ist gleich bei uns. Hast du Karotten? Ich esse gar nichts. Moment mal, er hat kein Bett und wir haben keine Schaf getötet. Hast du das Bett mitgenommen, Jörg? Okay, wie viel Wolle haben wir noch? Nicht viel. Willst du eine Schere von dem Eisen bauen oder soll ich lieber drei Schafe schlachten? Schere Eisen. Okay. Willst du es machen, dann mach's halt. Ich töte mal Zombies. Ich bin übrigens nicht furchtbar gut in Minecraft. Oder in anderen Spielen. Ich bin in jedem Spiel der Profi. Ich hab mich einfach Jetzt. nicht. Schnipp! Das ist ein Zombie. Weißt du unsere Koordinaten, Jörg? Ich hab's ihm durchgegeben. Die genauen? Die ganz genau. Ich glaube, wir machen unser Haus dann aber noch einen größer. Nicht nur einen. Also das hier meine ich nur. Was soll denn das hier eigentlich werden? Soll das jetzt so eine Art Bauernhof werden? Ja, also das hier wird jetzt nur unsere Farm, also halt unsere, weißt du, Farm im Sinne von Anbaufarm und nicht sowas. Im Sinne von ganz viel Massenproduktion Farm. Das hier wird nur ein Freiluftgehege. Du kannst ja später eine Tötungsfabrik da bauen, wenn du möchtest. Ja, das hier wird unser Sachen zum Anschauen und hinten hinter kommt dann unsere Mordfabrik, so wie es halt wirklich ist. Ich glaube, Jörg ist gerade ein bisschen falsch gegangen. Du bist, glaube ich, ein bisschen zu weit links. Also, da hat gerade auf der Dynamic hat er bei mir gerade einen neuen Chunk gerendert. Ich sag dir nochmal kurz die Daten durch. Minus 839, minus 689. Boah, ist es auf einmal dunkel geworden. Mich auch gemerkt, obwohl ich schon im Schlafbildschirm bin. Wir haben jetzt schon richtig viel Ziegelsteindach. Boah, man kriegt echt überhaupt nichts mit dem Clay, ne? 8 Treppen habe ich hier gekriegt. So schön. Das ist todeswenig. Ich beginne aus der Nase zu bluten. Also wirklich jetzt. Seit Wochen rede ich nur mit Fabelwesen. Bist du gestorben, Jörg? Nein, das haben wir gesehen. Ich glaube, er will nicht zu uns kommen. Leg dich bitte wieder hin. Wieso? Tu es bitte. Wieso? Tu es bitte einfach. Nein, das ist erst recht nicht. Sag mir erst wieso. Ich will dir ins Gesicht wichsen. Doch bitte, leg dich mal hin, leg dich mal hin. Ich will sehen, wie das aussieht. Oh ja, oh, ja. Scheiße.
Ich hätte Eier nehmen sollen, mit denen ich dich voll spucke. Finde ich nicht lustig. Was? Ich glaube, wir sind schon vorbeigelaufen, weil da werden immer mehr Chunks gerendert. Jörg. Ich will dich jetzt nicht beunruhigen, aber unser Dach ist immer noch offen. Ich weiß. Und? Au! Was denn? Ja, 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 geil, ja, ja. Vergewaltigung! Ach ja. Für letzte Nacht. Jörg, wo bist du? Ich hab keine Ahnung, ey. Scheiße. Da rennt ein Zombie in meinem... Nein, tu es nicht! Raus aus meinem Garten! Scheiße! Skelett, Skelett! Du machst übertrieben viel Schaden, fällt mir auf. Er ist am großen Wasser. Ja, warte, ich komm. Wir sind auch an extrem großem Wasser. Ja, da musst du einfach weiterlaufen. Ich habe einen Zombie Villager. Das ja, ist schlecht. Sumpf, da sind wir. Ja, das ist unseres. Auch wenn wir eigentlich Eichenwald waren, aber das wird ja hier als Eichenwald eingezeichnet, ne? Ich habe jetzt übrigens schon wir sind von dem Schneebiom aus gesehen. Was links. Zur Hölle? Wo bist du? Hinter dir. Die machen Tod. Alter, die haben Waffen. Ich hab ein Eisenschwert. Ist meins wahrscheinlich. Nein, das hat der Zombie. Ja, ist meins, weil der hat wahrscheinlich meins aufgesammelt, weil meins sind nicht mehr da. Ist das schon gebraucht oder ist es komplett frisch? Es ist ein Steinschwert. Und es ist gebraucht, hier. Hast du irgendwie mal ein Dings aufgesammelt, mein Eisenschwert? Nein. Du hast es gerade in der Hand. Nein! Hinter dir ist ein Creeper, hinter dir ist ein Creeper! Lauf weg! Ich komm nicht, ich bin nicht mehr rausgekommen. Die Tür war zu. Ja, wieso baust du auch eine Kiste direkt an das Schweineställchen ran? Ich bin auf dem See, weil ich fast tot bin. Ja, ich komm zu dir, ich bring dir Essen mit. Was ich jetzt auch kaputt brauche. Wow, hier sind Alter. Ich bin gleich auch tot. Ich bin tot. Da waren drei Skelette. Alter, warum macht ihr den Server auf der Fahrt? Das ist mega behindert. Das ist halt geklaut von Hero, ne? Ja, und ich habe jetzt keine Waffe. Okay, alle tot. Das Problem ist nur, wenn man sich Hero kopiert, sage ich jetzt mal, also vom Schwierigkeitsgrad her, und dann nicht die gleichen Rüstungen wie bei Hero reinmacht. Das ist vielleicht ein winziges Problem. Hier, komm mal her, ich hab dein Eisenschwert. Ja, ich wollte mir das gerade noch. Liegt vor mir. Wo bist du? Draußen. Ich gehe jetzt mal zu unserem guten Freund und. Du hast doch so ein paar Pfeile in deiner Fresse. Ich weiß. Alter, drei Skelette sind zweimal auf mich losgegangen. Ich nehme die letzten Steaks für Jörg mit. Verhungerst du oder wie geht's dir gerade? Nee, Essen habe ich schon. Da war so ein Spinnenreiter. Ach du Scheiße. Ich such dich gerade. Bist du mitten auf dem See? Der Creeper hat ein Schwein getötet. Jörg? Ich schwimme der Sonne entgegen. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo die Sonne ist, weil es bei mir nebelig ist, du know? Das ist die komplett falsche Richtung. Du musst gegen die Sonne schwimmen. Weil wo die Sonne aufgeht, da... Ist die ich stehe mit... Ich sehe euch beide, du bist direkt vor ihm.
Ja, ich sehe ihn. Hier, hier, ja. Jetzt ertrinkt er einfach so. Dr. Scharf, kannst du bitte runtergehen? Danke. Ja. Not. Wie sieht es aus? Hat irgendjemand von Wir euch müssen beiden noch da. Stein? Nichts. Oder Gravel? Nee, habe ich beides nicht. Ja, beides. Oh Mann. Hast du die Karotte? Nee, die hat er da gelassen. Schwimmen wir in die richtige Richtung? Ich weiß es Drei. nicht. Er hat drei Karotten. Boah, übertreib halt. Ja, wir sind hier richtig. Jörg, bist du noch da? Wieso schwimmst du so langsam? Ach ja. Ein bisschen Holz nehme ich mit. Dann mache ich das hier nochmal so verarbeiten im Holz. Moment, das war das Falsche. Also kann man falsch hier machen. Ich wollte das hier und das hier. Wollt ihr mich verarschen? Oh Jörg, sie sehen jetzt anders aus. Du hast eine Lederhose, ernsthaft? Hat der eine Lederhose an? Ja. Sind wir in Bayern? Zum Glück nicht. Ja, zum Glück nicht. Der alte Bayern-Fan. Ich packe jetzt erstmal todes viel Erde in der Truhe. Braucht jemand von euch eine Axt oder eine Schaufel oder... Entschuldigung. Meine Maus hängt gerade ein bisschen. Ich hab das Schwein getötet, dem ich es weggeschubsen wollte. Haben wir jetzt nichts mehr? War es nichts. Du kriegst noch meine beiden Wooden Hoes, okay? Also meine beiden Hoes. Komm Ich mal hab her. keine Ich habe todes Hose. viel Werkzeug. Hier. Möhren gepflanzt. Jörg, komm her. Du hast die mehr verdient. Du hast meine Lederhosen an. Da und da. Ich mach mal so Knochen zu Knochenmehl und dann mache Und ich die mal Axt kriegst du auch noch, ich will auch keine Axt. Okay. Brauchst du noch eine Schaufel? Ne, eine Schaufel brauch ich selbst noch. Könnte einer von euch mal endlich scheiß Steine ranholen oder so? Mach selbst. Hast du noch eine Schaufel oder so? Nein. Ich Bist habe zwei fast kaputte und eine heile. Jetzt habe ich eine fast kaputte und eine heile. So, wir müssen noch demnächst mal meinen Part beenden. Sag dann Bescheid. Ja, also so vor 5 Minuten, glaube ich. Okay, dann freue ich mich. Oh, ich bin gleich in der Höhle Nein, ich muss noch gelandet. das Feld fertig bauen. Ah, super, es sind zwei Block Wasser unter was, unter der Erde. Da welche? Ich bin hier gerade einfach in die Erde gegangen. Also einfach reingegraben. Es sind hier zwei Block Wasser und dann ist hier irgendwie so ein halber Tunnel. Und mehr nicht. Ein bisschen Kohle. Ah, ist, nee, ist, ich sehe hier nichts. Okay, ich kann es dringend fackeln. Ich betrinke. Wann hauen wir das Projekt jetzt eigentlich raus? Haben wir noch nicht rausgefunden, ne? Also ich mach, also rendern wird hier sehr schwer, dann mache ich glaube ich, wenn wir Fahrschule haben. Allerdings, Nein, mache ich dann. an welchen Wochentagen meine ich jetzt? Ja, so, ich habe vor, es dienstags und donnerstags hochzuladen und morgen, also am Samstag als Also so wie erste. Titan Quest. Jo. Aber ich weiß nicht, ob ich dann auch dann nach danach dann am Dings hochladen werde am Donnerstag. Was rede ich? Samstag. Ja. Das weiß ich noch nicht. Ich klaue mir jetzt die eine Fackel, die wir haben.
Melonen pflanze ich hier ein. Du weißt, wie man Melonen pflanzt, ne? Ja. Boah, Alter, er kotzt Fackeln. Dankeschön. Okay, vielleicht du nicht so viel. Hauptsache Jörg hat schon alles. Ernsthaft, ich glaube, der kommt gerade aus seiner, aus seinem Großstadtimperium mit 20 Millionen Einwohnern und denkt sich jetzt so. Ich glaube, er hat einfach nur die ganze Zeit in einem Berg gefarmt. Wahrscheinlich. Wir müssen aufhören. Nein, wir müssen noch das Dings fertig machen. Ich hasse das. Es lädt ja mal so, dass ich in mich reinbauen kann noch. Lass es einfach geschehen. Ich kann das hier noch auf. Jetzt muss ich das auch noch zu Dings machen. Sag mal, sind die Höhlen alle random generiert oder hat er die konstruiert? Weil wenn er die konstruiert hat, kotze ich. Random generiert. Gut. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man jetzt einfach so 1000 Höhlen machen will, freiwillig. Ja, ich habe gesehen, dass du mir ein paar Fackeln geben hast, danke. Aber ich bin gerade beschäftigt mit anderen Sachen, wie zum Beispiel... Wir müssen aufhören. Ich habe immer noch kein Holz. Moment. Ich habe nicht mal was Alter, dabei. Wie viel Holz wir einfach haben! Ja, ich habe auch ein bisschen gefarmt. Und Jörg auch. Und du auch. Die das ist ein scheiß Enderman. Wir haben eine einzige Person, die momentan ganz schön unnötig ist. Tishi? Okay, zwei. Sorry, Jenny. Kirsche und Kirsche 2? Ja. Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Hieß jetzt wirklich Jennifer? Ja. Boah, ich bin so gut. Es war nicht Tibbers, wie du dachtest. Ja, ich dachte erst Tibbers macht mit. Hi, Tibbers. Tibbers, wie geht's dir heute? Das ist schön zu hören. Tibbers. Wer von euch Hühner möchte sich paaren? Ja, ihr möchtet euch paaren. Ihr möchtet euch paaren. Du brauchst jetzt viel Stein gerade, ne? Ich mach gerade einen Steinfarm. Ich brauch so gar keinen Stein mehr. Fick dich. Ich bin immer zu blöd für irgendwelche anderen, um Kohle oder sowas zu finden. Nein, wir können jetzt aufhören. Okay, bis dann. Tschüss. Jo.